Welche Erfahrungen ziehen Sie persönlich aus der Corona-Krise und welchen Einfluss hat das auf Ihre politische Arbeit? Politik lebt von der Begegnung und dem persönlichen Austausch. Und ich bin sehr froh, dass wir durch gemeinsame Anstrengungen die Pandemie so weit in den Griff bekommen haben, dass wir uns endlich wieder treffen und austauschen können. Denn kein Videocall und keine Zoom-Konferenz ersetzt das persönliche Gespräch. Was mich sehr betroffen gemacht hat, waren die vielen Schilderungen von Familien, von Pflegenden, von Unternehmen oder Ehrenamtlern, die mir ihre Betroffenheiten durch die Pandemie geschildert haben in ihrem Alltag. Und häufig wurde als Problem benannt der Datenschutz, die Bürokratie. Ich fasse dann gerne nach und wir versuchen den Kern des Problems zu finden und zu lösen. Das geht nur im gemeinsamen Gespräch. Davon lebt auch die Bundespolitik, vom Austausch mit den Menschen vor Ort, um Probleme zu lösen. Und dieser intensive Austausch ist auch mein Antrieb für die nächsten 4 Jahre in Berlin. Wie viel Handlungsbedarf sehen Sie in Sachen Klimaschutz und was sind Ihre konkreten Konzepte? Der Kampf gegen den Klimawandel ist und bleibt eine zentrale Aufgabe für die nächsten Jahre und Jahrzehnte. Und es ist mir auch als Vater unglaublich wichtig, der nächsten Generation Chancen und Perspektiven zu hinterlassen. Aber ich bin der festen Überzeugung, dass nur Mut und Zuversicht uns auf diesem Weg leiten dürfen. So wie die deutsche Stahlindustrie CO2-neutral schon produziert bzw. daran forscht, so wie wir bei der Wasserstoffantriebstechnologie führend sind in der Welt, wollen wir das auch in anderen Bereichen ausbauen und fördern, nur wenn die Welt uns dem deutschen Weg nachahmt, wenn er für sie interessant und auch wirtschaftlich ist, werden wir den Klimawandel gemeinsam und global bekämpfen. Hier möchte ich für Deutschland, mit Deutschland Vorreiter sein und dafür kämpfe ich auch in den nächsten 4 Jahren. Welche weiteren Themen in Ihrem Wahlkreis halten Sie für wichtig und wie wollen Sie diese anpacken? Ich werde mich in Berlin weiter tatkräftig für den ländlichen Raum und das Münsterland einsetzen. In der letzten Periode haben wir es geschafft, 33 Millionen Euro Fördergelder hierher zu bekommen in ganz verschiedene Projekte, von Mobilität über Betreuung bis hin zu Kultur und Ehrenamt. Diesen Weg möchte ich weitergehen. Mobilität ist dabei ein ganz spannendes Thema. Ich möchte, dass man zukünftig mit einer App, mit einem Klick von der Haustür zu seinem endgültigen Ziel kommt. Auch da haben wir bereits Projekte angestoßen. Ein weiteres Thema ist die Digitalisierung und die bürgerfreundliche Ausgestaltung unserer Verwaltung. Mit dem Online-Zugangsgesetz haben wir hier Maßstäbe gesetzt. Diesen Weg weg von Bürokratie und Datenschutzbedenken möchte ich entschieden weitergehen. Und ein Herzensanliegen als jemand, der lange im Ehrenamt aktiv war, ist mir die Förderung der Vereine und Verbände, der starke Anker für unseren Wahlkreis. Das sind meine Schwerpunkte für die nächsten 4 Jahre. Alle eingesendeten Videos werden als Antworten auf unsere Fragen in der Länge von maximal 1 Minute und inhaltlich unverändert veröffentlicht, sofern sie nicht Rechte Dritter verletzen oder sonst gegen allgemeine Gesetze verstoßen. Die Antworten geben die Meinung der Kandidatinnen und Kandidaten wieder, nicht die der Redaktion.